Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen Pet Walkthrough. Diesmal mit dem Celestial Tournament auf der zeitlosen Insel in Mists of Pandaria. Und ihr könnt einfach mit Master Lee sprechen, der schickt euch direkt in dieses wunderbare Szenario mit rein. Und ihr seht, hier gibt es verschiedene Phasen. Nämlich, wir haben Champions, den guten Taran Zu, wir haben Chen Stormstout und wir haben den guten Furorion. Außerdem können noch dazu kommen Dr. Goldblum, von dem ich gerade ausnahmsweise auswendig weiß. Und da können wir hier einfach mal gucken, welche Teams ich da angelegt habe. Celestial Tournament. Na, also wir sehen Blinktron 4000, Chen Stormstout, Dr. Ian Goldblum, Hunter ist Stratholme. Das sollte nicht passieren. Lorewalker Cho kann da sein. Schattenmeisterin Kirin kann da sein. Sully. Taran Zu, Weise Mari, Rathion. Und dann habe ich hier zwei verschiedene Pets für Xufu, Yula und dann noch ein Zao und natürlich Chi-Chi. Diese vier müssen wir am Ende besiegen. Und die ersten drei sind prinzipiell zufällig ausgewählt. Und wir gucken mal, was wir da benutzen können. Also Taran Zu. Für Taran Zu benötigen wir einmal eine Made. Ihr seht hier, das ist in dem Fall die Festering Maggot. Kann ich die irgendwie auswählen? Nein. Dann habe ich mir mein Mists of Pandaria Pet eben ausgesucht. Ne? Mists of Pandaria schon. Worlds of Draenor Pet. Ne? Der gute Dust. Normalerweise kann man das mit jedem Pet machen, das einmal Call of Darkness hat und Nocturnal Strikes. Und ich glaube, Peck muss auch mit dabei sein, dann läuft es eigentlich. Und als letztes nochmal eine weitere Male. Die brauchen beide jeweils einmal Chomp, einmal das Acidic Goo und einmal den Sprung. Und dann gucken wir uns doch mal an, wie das in dem Kampf aussieht. Der Gute hat nämlich... Wo ist da das Falsche ausgewählt immer noch? Ja, anscheinend. Okay, ich habe das Falsche noch ausgewählt. Die brauchen natürlich Burrow, also verbuddeln. Acidic Goo und dann schauen wir, was noch drin steht. Es kann sein, dass ich das nicht geändert habe. Konsum natürlich. Nice. So. Dann können wir mit dem guten Taran zusprechen und einmal uns verbuddeln. Damit sollten wir prinzipiell dann den Blackout Kick über uns ergehen lassen können, ne, und können ihn danach direkt damagen. Als nächstes möchte er, dass wir das Sticky Goo benutzen. Das Sticky Goo ist deshalb relativ wichtig, weil der bekommt jetzt A, einen Debuff, der ihm Schaden macht, also runtertickt, und B, bekommt er 25% mehr Schaden. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man Fähigkeiten hat, die in dem Fall die Fähigkeit, die einen noch heilt mit. Ne? 100% des Schadens, den wir machen, kriegen wir als Lebenspunkte zurück. Ne, und wenn wir dann eben 25% mehr Schaden machen, ist das für uns natürlich eine super Sache. So, jetzt kommt leider der nächste rein. Und dann wechseln wir einmal auf den guten Dust. Der prügelt nicht so schlecht auf uns rein. Da ist wichtig einmal die Call Darkness, man, ihr seht, hier steht halt Crow, also eine Krähe, die könnt ihr jede Krähe benutzen. Und hier ist es eben wichtig, dass einmal eben das Nocturnal Strikes gemacht wird. Hier wird mit Call Darkness und den Nocturnal Strikes gearbeitet. Call Darkness lässt jedes Battle Pad als blind erscheinen. Na? Das bedeutet, in dem Fall wird jeder hier als blind gewertet und aus dem Grund trifft dann natürlich diese Fähigkeit immer. Von daher benutzen wir sie einfach nochmal. Die ist sehr, sehr stark, macht sehr, sehr viel Schaden, wie ihr seht. Und ist da einfach sehr, sehr gut. Als nächstes kommt leider Bolo, aber der macht uns einfach fertig, weil er kommt zuerst dran. Also von daher kein Problem. Der gute Lee. Und jetzt können wir prinzipiell wahrscheinlich wieder dieselbe Taktik fahren wie sonst auch. Einfach das Acidic Goo weiter drauf lassen und einmal schön konsumen und dann würde ich danach direkt einen Burrow benutzen, um wieder reinzukommen. Bin mal gespannt, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich habe gegen Taran Zu bis jetzt mit dieser Taktik noch nicht gespielt.
Das ist also jetzt für mich auf jeden Fall auch eine kleine, aber feine Premiere. Von daher schauen wir mal, wie gut oder schlecht das funktioniert. Problem ist, da kann ich gleich wieder stunnen. Dann tauchen wir jetzt am besten mal unter. So, jetzt kommt der Stun raus. Und wir geben ihm volle Möhre in die Fresse. Läuft, jetzt stirbt wahrscheinlich meine Nein, er heilt sich gegen? Kann sich einfach gegenheilen? Der kann das, der Pisser. Das ist ja nicht nett. Aber ihr seht einfach, die Taktik funktioniert doch recht gut. Wir brauchten bisher noch nicht mal die letzte Mal, aber ich glaube, die wird jetzt auf jeden Fall nötig. Und da reicht es, glaube ich, wenn wir jetzt einfach... Na gut, der stand jetzt nochmal rein, der Penner. Komm. Wusstest doch. Na, wusstest doch. So, aber ich glaube, jetzt mit dem nächsten Konsum... Wollte ich gerade sagen, haben wir ihn, aber er hat sich nochmal geheilt. Er hat sich einfach nochmal gegengeheilt. Dann buddeln wir uns jetzt einfach nochmal ein. Kriegen wir zumindest weniger Schaden und der sollte nächste Runde auf jeden Fall sterben. Also ich würde diese Taktiken, ne, wenn sie bei Wowhead eben mit angegeben sind, nicht immer hundertprozentig befolgen, sondern in Ausnahmefällen auch mal schauen, ob man da was anderes machen kann. So. Chan Stormsword. Wir haben unseren mechanischen Pandaren-Drachling, wir haben ein Nubizat-Idol und wir haben einen ewigen Schreiter. Prinzipiell ist, glaube ich, hier wichtig, dass es wir Pump haben, ne? Also wir brauchen Deflection, Stone Skin und Crush. Das haben wir wunderbar drin. Und Eternal Water Strider, Water Jet. Angeblich reicht das. Bin mal gespannt. Dann schauen wir mal, was der gute Chan Stormstout für Battle Pets hat. Wir sehen einmal den Bombing Run. Der ist relativ nice. Prinzipiell. Und dann benutzen wir zweimal die Breath-Fähigkeit. Da eine Explosion schon reicht. 40% der generellen... Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auf jeden Fall explodieren, weil noch eine Runde kriegen wir auf jeden Fall nicht durch. Und der müsste jetzt eigentlich von den 440 Damage noch getroffen werden und sterben. Ja. Wunderbar. Dann wird als nächstes das Anubisat-Idol eingesetzt. Da gucken wir mal, was kommt da entgegen. Uns kommt natürlich ein Sleep entgegen, den wir dodgen können mit unserem wunderbaren Deflection. Also das Schild ist eine sehr, sehr gute Sache insgesamt. Und damit kann man schon sehr, sehr viel tun, ne? Das Schöne ist, dieser Stone Skin, ne, der lässt uns 74 Schaden von jedem Angriff einmal blocken. Das ist natürlich eine sehr, sehr feine Sache. Wir wollen jetzt natürlich gucken, dass wir unser Deflection so lange zurückhalten, bis wieder sein Stun ready ist und diesen Stun eben damit blocken. Wir sehen hier ganz schön von dem anderen Addon eben, dass hier angezeigt wird, wann der Dude eben seinen Skill ready hat. Aber da haben wir es verkackt gerade. Jetzt wird er wahrscheinlich sleepen. Zwei Runden ausgenockt. Nicht so schön, ehrlich gesagt, aber gut, was will man machen, ne? Dann prügeln wir jetzt einfach um. Zack. Einmal weg. Und dann gucken wir mal. Crush until I'll die. Nein, wir machen jetzt erstmal hier nochmal ein Schild. Der kann nämlich unsere Hitchance prinzipiell auch verringern. Das wollen wir ja nicht. Aber hat er, glaube ich, trotzdem geschafft? Ne, hat sich erstmal gebufft. Von daher prügeln wir ihm einfach mal ein bisschen die Scheiße aus ihm raus, solange wir noch können. Das wird sich vermutlich gleich einfach erübrigt haben. Na, ihr seht, der knüppelt gut raus. Ich glaube, noch eine Runde werden wir nicht gegen ihn überleben, nein. Und jetzt würde ich sagen, sollten wir eher pumpen. Da bekommen wir einmal 10% mehr Schaden insgesamt. Und jetzt müssten wir eigentlich mit dem Wasserschreiter das Ding fertig machen. Wunderbar. Ne? Das Brau-Elementar hat gar keine Chance gegen den Wasserschreiter. Und dann gucken wir mal, was der gute Furorion für Pets hat. Ich glaube, den habe ich aber schon mal besiegt. Ja, mit der roten Krücke wollte ich gerade sagen. Ja, einmal diese rote Grille, die bekommt ihr einmal in den
Teil der vier Winde in Pandaria könnt ihr hier bei Sho euch organisieren, wenn ihr den auf ehrfürchtig habt, den Ruf. Den bekommt ihr relativ einfach, indem ihr hier um das Heartland, ne, also hier dieser Bereich, einmal rumfliegt und wunderschön die Schätze mitnehmt. Dann den Flayer-Jungen, den bekommt ihr, glaube ich, auch relativ easy. Und wir brauchen den Schwarm. Wir brauchen Nature's Touch und wir brauchen Skitter. Wunderbar. Dann brauchen wir Blitz. Blitz habe ich, doch, Blitz ist mit drin. Wunderbar. Und dann haben wir... Okay, den Kick haben wir auch mit drin. Das ist ja geil. Manche muss man einfach nochmal nachgucken. Deflection. Okay, anscheinend brauchen wir das gar nicht. Wie es aussieht. Das letzte Pad brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Naja, gucken wir mal. So, dann schauen wir mal, was der Gute mit uns macht. Furorion, wie gesagt, prinzipiell nicht so der schwierige Dude. Ne? Er hat auch hier Cindy, ne? Syndragosa, er hat Alex für Alexstrasza und er hat Dada, ne? Den kleinen Deathwing, den man aus der Collector's Edition bekommen kann oder bekommen konnte von Cataclysm. Jetzt war ich kurz verwirrt, welches Addon das gewesen ist. Okay, ich glaube, wir überleben diese Runde ehrlich gesagt nicht. Die rote Grille wird jetzt vermutlich sterben einfach. Das heißt, er setzt nochmal die Blistering Cold drauf, dann kriegen wir nochmal eine Heilung durch, wunderbar. Und können dann beim nächsten nochmal den Schwarm benutzen. Das ist an sich keine schlechte Sache, weil der Schwarm einmal durchballert und nochmal hier schön die Verteidigung runternimmt einfach. Das ist eine sehr, sehr gute Sache für uns. Wir können hier noch ein bisschen Damage raushauen auf die gute Alexstrasza. Ne? Wir sehen auch, unser Blistering Cold geht langsam, stackt langsam runter. Mit etwas Glück bekommen wir das... Na gut, den Buff kriegen wir nicht ganz weg, aber eine Runde nur noch übrig ist eigentlich eine ganz coole Sache. Jetzt blitzen wir ihn einfach zu Brei, hoffentlich. Ja, der hat aber... ja, ich habe doch einen Speed... Ja, okay, ich habe ihn nicht blau gemacht. Das war vermutlich mein Problem. Wie viel Speed hat denn die hier? 300 und er hat 267. Bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht sogar was gebracht hätte, wenn wir, wenn ich den auf blau gesetzt hätte, also auf eine Seltenheitsstufe höher. Ich glaube, das wäre sogar deutlich besser gewesen. Ja, ihr seht, der fällt jetzt einfach um und dadurch haben wir einfach jetzt ein Problem, das wir so leicht nicht beheben können, leider. Das macht uns die Sache, den Job jetzt nicht einfacher, leider. Aber gut, Alexstrasza haben wir auf jeden Fall tot. Jetzt müssen wir noch gegen Dada bestehen. Ne? Dada hat leider den Elementium Bolt. Den können wir theoretisch ausweichen, indem wir uns in die Luft begeben. Frage ist, ob wir da noch rechtzeitig hinkommen oder ob der uns jetzt mit seinen weiteren Fähigkeiten einfach fertig macht. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen und gucken, ob das funktioniert. Ihr seht hier, seine Fähigkeiten gehen größtenteils daneben. Das ist prinzipiell nicht so schlecht, aber er macht uns fertig. Ja, diese Strategie funktioniert anscheinend nur, wenn man den noch auf blau setzt. Das ist ein bisschen ein Problem, weil ich jetzt natürlich keine andere Strategie so schnell parat habe. Aber ihr wisst ja, ne, wie das ist, wenn man in so einem Szenario verkackt. Dann geht man einfach ganz schnell einmal zum Ausloggen über und loggt sich fix mit einem anderen Charakter ein, um dann mal eben die Battle Pads zu retzen. In meinem Fall würde ich dann noch schnell einen blauen Stein auf den Flayer-Youngling mit draufsetzen. Da habe ich zufällig auf meinem Main noch ein paar rumfliegen. Und dann sollte es kein Problem sein, ne? Das Problem war jetzt einfach, ich habe Scheiße gebaut mit der Auswahl der Pets. Und da wäre vielleicht sogar Ninja besser gewesen. Ne? Diese Ninja-Pets haben eben einen deutlich höheren Speed. Wir wissen, Alexstrasza oder Alex hat einen Speed von relativ genau
300, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann wollen wir nochmal schauen, ob wir den nicht mal beschwören können. Der hat einen Speed von 287. Wir haben hier noch einen Stein liegen, den wir ihm jetzt mal schnell in die Hand drücken. Und er kommt nicht auf 300. Auf den 300 Speed kommen wir nicht mehr drauf. Das ist in der Tat ein Problem. Gut, dann würde ich trotzdem wieder umloggen und würde vermutlich einfach das letzte Battle Pad austauschen gegen ein Anubisat-Idol. Glücklicherweise habe ich nämlich zwei davon. Und das sollte dann kein Problem sein. Anubisat. Dann sollten wir zumindest den Deathwing noch kaputt kriegen. Und das war ja eben auch schon knapp. Muss man auch sagen, es war eben auch schon knapp. Und jetzt, wo das Battle Pad natürlich dann nochmal... Jetzt kann ich natürlich nicht mehr sehen, was hier Phase ist. Gucken wir mal, ob ich das noch so hier reinsetzen kann. Ja, jetzt gibt er mir natürlich keine Anweisung mehr. Naja, ist egal. Wir kriegen das hin. Wir schwärmen einmal aus. Schön auf den Jungen rein. Und ihr seht, wie gesagt, das ist einfach ein heftiger Schaden, den wir hier durchbekommen. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und wird nächste Runde auch einfach über den Jordan gezimmert. Mit unseren wundervollen Fähigkeiten. Ne? Diese rote Grille ist eine sehr, sehr gute... Ist eine sehr, sehr brave Grille. Und wir schauen mal, ob wir jetzt nochmal einen Blistering Cold kriegen. Oder ob der uns jetzt über den Jordan kickt. Er gibt uns nochmal einen Blistering Cold. Das ist wunderbar natürlich für uns, um nochmal... ein bisschen Heilung mit reinzubringen, ne? Die Gabe der Natur hier, auf jeden Fall mit knapp 600, die es uns heilt, einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Von daher gucken wir mal, ob wir jetzt mit unserem Flayer noch ein bisschen was reißen können. Ich bezweifle es fast, wie gesagt, der ist eben leider zu langsam. Ich hätte gucken sollen, ob ich noch einen Ninja habe. Von dieser Gattung, ob es überhaupt einen Ninja von dieser Gattung gibt, aber ich habe auch nur einen davon. Da gibt es einen Ninja von, also sucht euch am besten einen Ninja dafür aus. Der Ninja kann nämlich deutlich, deutlich besser mit dem umgehen, weil der ist einfach schneller als die gute Alexstrasza. Hat er jetzt trotzdem nochmal gehittet? Interessant. Ah ja, er kann ein bis zweimal treffen, ne? Und einmal mehr, wenn wir zuerst drankommen. Also es ist nicht unbedingt wichtig, dass man zuerst drankommt, wenn man gut Glück hat. Ne? Also es ist halt, leider sind bei vielen Pet-Battle-Strategien eben Glück mit inbegriffen. Und jetzt wollen wir natürlich einmal trotzdem die Deflection aufziehen, um diesem vermutlich sicheren Weg in den Tod nochmal entgegenzuwirken. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er nochmal besser angreift als gerade eben. Komm. Noch, ach komm, ist ja wohl nicht sein Ernst, oder? Gut, das können wir jetzt nicht mehr deflecken. Da ist unser Flayer Youngling einfach hinüber. Aber wir können ihm einfach einen Crush in die Schnauze geben und dann sollte auch das vorüber sein. Ich behaupte mal, dieses Anubisat-Idol wird jetzt hoffentlich deutlich besser abschneiden, als wir es gerade in der letzten Runde hatten. Wir nehmen uns mal die 74 Damage mit, gucken mal, wie das jetzt aussieht und jetzt nehmen wir den Schild. Der sollte eine Runde komplett jede mögliche Attacke von ihm blocken. Das ist sehr, sehr schön, weil er sich auch den Damage Buff eben mitgegeben hat. Da müssten wir jetzt gucken, ob wir den noch kaputt bekommen. Bevor er uns kaputt bekommt. Das wäre natürlich ein Problem jetzt. Sieht fast so aus, als könnte er, wenn wir jetzt Pech haben. Wir haben aber zum Glück kein Pech und wir bringen ihn einfach um. Also wie gesagt, hier würde ich nochmal gucken, ob wir einen Ninja bekommen. Ne? Mit einem blauen Ninja sollte das eigentlich kein Problem sein. Und damit haben wir auch sämtliche von denen einmal besiegt. So, jetzt kommen die vier Celestial Pets an der Stelle. Wir haben einmal Chi-Chi. Für den brauchen wir einfach nur das folgende Team. Einmal den Kernfeuer-Wichtel und das Einzige, was der tun muss, seht ihr hier. Wir zünden uns einmal an. Damit bekommt Chi-Chi jede Runde 77 Elementarschaden in die Fresse gedrückt.
Das sieht jetzt nicht so viel aus, aber wir benutzen noch unsere wilde Magie. Damit bekommt er nochmal 77 zusätzlichen Schaden pro Angriff, der auf ihn durchgeführt wird. Jetzt wechseln wir wieder auf unsere Schnecke. Die Schnecke kennt ihr bereits aus anderen verschiedenen Pet Battlelands, zum Beispiel aus den Todesminen. Da kommt jetzt einmal wieder unser Gut drauf. Wir erinnern uns, das macht 25% mehr Schaden an Chi-Chi. Und mit der wilden Magie zusätzlich zu eben dem Brennen, was durch die Bank weg von unserem Wichtel eben einmal ausgeführt wird, sind wir sehr, sehr gut mit dabei. Und ja, er dodgt die Scheiße erstmal, das ist gar kein Problem. Das Dive, wie gesagt, brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Wir können ihn einfach so umbratzen und haben damit das erste von 4 Celestial Pets schon mal kaputt geprügelt. Und sehen jetzt uns das zweite an, nämlich Zao, das Kalb von Yosao. Dafür braucht ihr auf jeden Fall einen mechanischen Yeti und zwei am besten von diesen Cogblade-Raptoren. Diese Raptoren habe ich euch für die Todesminen bereits erzählt, bekommt ihr einmal im klassischen Draenor, ne, in der Scherbenwelt, im Schergrad, und zwar an der... Okay, geht das jetzt... Was macht denn das da? Okay, einmal im Schergrad, hier eben an der Tür des Todes, quasi östlich davon, zwischen dem Mognatal-Dorf und der Tür des Todes, könnt ihr diese Raptoren bekommen. Wie gesagt, nehmt euch am besten zwei davon mit. Das wäre für euch die beste Variante. Der gute Pisser hier haut nämlich ordentlich rein, und da wäre es doch durchaus schade, wenn ihr da einen eurer Raptoren einfach so verliert. Auf den wechseln wir jetzt auch, und mit dem machen wir jetzt dasselbe wie in den Todesminen auch. Wir geben die Wundexposition auf den guten Yasao. Der wird jetzt uns trotzdem immer noch ein bisschen Schaden machen, aber das ist kein Problem, denn wir haben einmal zwei von denen und ein Batter, und dieses Batter haut eben ein bis zweimal zu, plus einmal mehr, wenn der Nutzer zuerst rankommt. Wir sind hier schneller als der gute Niosau. Und ihr seht, dadurch, dass eben das Wetter mit dem Sturm ist und wir dann nochmal die wunderschönen Wunden auf ihm drauf haben, kriegt er einfach so viel Schaden, dass wir nur einen brauchen, theoretisch. Ich habe den zweiten, wie gesagt, immer als Backup mit dabei, falls was schief geht. So, jetzt haben wir Xufu, und wir haben da zwei verschiedene Strategien. Die funktionieren beide eigentlich relativ gut. Manchmal funktioniert eine nicht, deshalb habe ich zwei dabei, die sind auch komplett verschieden. Aber die hier mag ich eigentlich ganz gerne, weil die ist prinzipiell genau das, was man auch immer macht in Pet Battles, ne? Wir benutzen einmal wieder unseren Sturm, wir nehmen den Zandalari mit raus. Der Zandalari tankt jetzt natürlich erstmal einen Hit, leider. Wir versuchen noch unsere Black Claw und unsere Hunting Party rauszubekommen. Das kann durchaus passieren, dass der vorher stirbt. Dafür bräuchte man dann natürlich leider einen anderen. Aber jetzt müssen wir einmal unseren Bombling Run probieren durchzubekommen, um ihm halt nochmal mehr Schaden zu machen. Frühestens, also Explosion bringt jetzt ehrlich gesagt noch nichts. Wir müssen noch einmal eine Runde warten, bis wir die Explosion benutzen können. Der hat sich geheilt, der Pisser. Das ist nicht so geil. Er wird jetzt einmal nochmal das Wetter vermutlich ändern auf Mondfeuer, oder wird uns einfach anfallen. Das ist aber auch kein Problem. Jetzt hätte ich die Explosion natürlich deutlich besser verwenden können. Aber das schauen wir mal, ob er sich nochmal heilt. Er hat einfach daneben getroffen und er ist tot. Super, er wäre jetzt natürlich vermutlich auch von dem Bomben zerfleischt worden. Aber sehr, sehr schön. Und wir kommen zum letzten Pet. Dem wohl einfachsten Pet ist Yula. Ihr braucht einfach einen Mr. Bigglesworth. Den gibt es im Event zu finden bei, ich glaube, den Schlotternächten. Und hier ist es relativ simpel. Wir benutzen die Klaue. Danach hauen wir ein Eisgrabmal raus. Yula wird sich jetzt in Luft begeben. Wir setzen einmal unsere Eisbarriere. Die Eisbarriere blockt zwei Angriffe. Hier müsst ihr aufpassen, nicht zwei Angriffe vom Gegner, sondern zwei Angriffe insgesamt. Das heißt, wir passen eine Runde. Yula setzt den Atem einmal in unsere Barriere rein und wir sind frei nach dem Motto auf die Rübe, auf die Nuss. Und diese komplette Combo setzen wir jetzt einfach so lange, bis Yula tot ist. Das kann uns nicht so viel Schaden machen, dieses Battlepad. Ihr seht, jetzt steigt er wieder einmal in die Luft. Wir können direkt unsere Eisbarriere einmal vor uns setzen
und haben prinzipiell kein Problem damit, jetzt nochmal zu passen, damit er nochmal in die Eisbarriere reinatmet und kriegt direkt wieder unseren Stun ins Gesicht. Er kriegt davon zwar nicht so viel Schaden insgesamt, aber es ist trotzdem ganz nett, weil, wie gesagt, wir bekommen prinzipiell hier auch nicht so viel Schaden von ihm. Er bekommt zwar auch nicht so viel Schaden von uns, aber das macht uns in dem Fall einfach gar nichts aus, weil wir sitzen im Moment am längeren Hebel, ne? Wir können sämtliche Angriffe, die viel Schaden von ihm machen, einfach wegblocken und er bekommt immer ein paar Stunts noch ins Gesicht mit dazu, die zwar auch nicht mehr so viel Schaden machen, weil er eben auch eine Rüstung hat, leider Gottes, aber da kann man nichts gegen tun. Von daher seht ihr, wir sind jetzt auch schon in dem Stadium angelangt, wo unser Mr. Bigglesworth mehr Leben hat als Yulon. Der wird jetzt auch in dem Moment wieder seine Barriere aufziehen, ne? Seine Präsenz wird sich jetzt wieder in Luft begeben. Das funktioniert eigentlich genau wie ein Uhrwerk und da seht ihr, kann eigentlich nichts schief gehen, wenn ihr nicht aus Versehen zwischendurch mal angreift und nicht passt. So, Mr. Bigglesworth ist ein sehr, sehr wunderschönes Pet für diesen Fight, ne? Ihr seht, nächste Runde ist er einfach tot, komme was wolle. Mr. Bigglesworth solot die Scheiße einfach aus dem Petal-Pad raus. Okay, übernächste Runde, er hat noch 3 Life. Alles kein Problem, ne? Dadurch, dass wir ein untotes Pet haben, steht Mr. Bigglesworth einfach noch eine Runde länger im Ring und prügelt den guten Yula einfach zu Brei, ne? Alles gar kein Problem. Und das war's auch schon mit dem Celestial Tournament. Ihr könnt, wenn ihr jetzt dieses Ding das erste Mal macht, bekommt ihr, glaube ich, 2 Bonusmarken, wenn ich mir bin mir nicht ganz sicher, ihr bekommt 2 Bonusmarken von diesen Celestial Tokens und dafür könnt ihr euch eines dieser Pets aussuchen. Ihr habt einmal zur Auswahl Chi-Chi, ihr habt Zhao, ihr habt Yula und ihr habt Xufu, das Junge von Xuan. Xufu zählt zum Erfolg der Crazy Cat Lady dazu. Ich werde mich jetzt für Chi-Chi entscheiden und sehe euch in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.